Hallo zusammen! Eine Mutter kettete ihre Tochter an einer Laterne an, weil sie glaubte, das Mädchen schwänzt die Schule. Ein Autofahrer entdeckte das Mädchen angekettet an einem Parkplatz in Malaysia. Das Mädchen war mit einer Schuluniform bekleidet und in Höhe ihres Knöchels an einer Laterne angekettet. Die Mutter kam später zurück, um das Kind wieder abzuholen. Der Polizei sagte die Mutter, sie habe ihre Tochter für das Schuleschwänzen bestrafen wollen. Die Polizei in Malaysia hat Ermittlungen gegen die Mutter aufgenommen, die ihre Tochter 8 Jahre alt an einer Laterne in der Nähe eines Parkplatzes angebunden hatte. Es sollte eine Strafe sein, weil das Kind die Schule geschwänzt hatte. Die schockierten Autofahrer, die an dem Parkplatz Halt machen, standen um das verstörte Mädchen herum, das in seiner Verzweiflung am Daumen lutschte. Das Mädchen war außerstande, sich zu bewegen, da eine Kette mit Schloss an ihrem Knöchel befestigt war. Sie trug eine Schuluniform und hatte ihre Schultasche und eine Flasche Wasser bei sich. Zu dieser bizarren Szene wurde die Polizei gerufen. Das Mädchen erzählte den Beamten, dass ihre Mutter sie für schlechtes Benehmen an der Laterne angekettet hätte. Ferner sagte sie, dass die Mutter versprochen hatte, bald wieder zurückzukehren, um das Mädchen zu befreien. Daher entschloss sich die Polizei, auf die Mutter zu warten, statt das Kind selbst zu befreien. Nach etwa 10 Minuten erschien die Mutter tatsächlich und erklärte dem Beamten, sie habe ihre Tochter bestrafen wollen, weil diese öfter die Schule schwänzte. Einem Bericht der malaysischen Zeitung The Star zufolge gab die Polizei der Mutter auf, das Kind zu befreien. Im Anschluss daran wurden Mutter und Tochter zur Wache mitgenommen, um die Geschichte dort zu Protokoll zu geben. Ein Polizist sagt, es sei das erste Mal gewesen, dass das Mädchen angekettet wurde. Die Mutter sei also keine Wiederholungstäterin. Deshalb habe man sich entschieden, sie auf freien Fuß zu setzen und sie mit ihrer Tochter nach Hause gehen zu lassen. Allerdings bekam sie eine Verwarnung, ihre Erziehungsmaßnahmen zu überdenken, damit sich so ein Fall nicht wiederholt. Nicht berichtet wurde über die Zeit, die das Mädchen an der Laterne angekettet verbracht haben musste. Es wurde auch nichts darüber bekannt, ob sie wirklich häufig die Schule schwänzte oder ob sie tatsächlich an diesem Tag in die Schule gehen wollte. Der Polizist warnte, dass die Mutter nicht vollkommen sicher sein kann, nicht selbst für diese Aktion bestraft zu werden. Er sagte, die Beamten untersuchen nun den Fall im Rahmen eines örtlichen Kindergesetzes, das erlassen wurde, um Kinder vor Vernachlässigung, Aussetzung und Körperverletzung zu schützen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.